Wer sagt's denn? Ist ja super. Und ich sollte recht halten. Das dort Schafe waren. Apropos, auch wenn jetzt noch kein Dach drauf ist, kann ich immerhin schon mal nachschauen, wie das ungefähr so aussieht. Vom Haus her. Ja. Und schön, dass die Musik nochmal kommt. Die hatten wir heute ganz am Anfang der Aufnahmesession schon. Standen wir auch hier. War aber gerade Nacht. Ja. Toll. Das Schaf da oben nutzt mir viel. Alter, Wahnsinn. Erb. Da war gerade noch ein Schaf. Hä? Bin ich blöd? Oh, wahrscheinlich, also natürlich bin ich blöd. Das weiß ja jeder. Aber, ja gut. Die Wolke ist jetzt ein bisschen ungünstig platziert. Und, ja. Sieht jetzt aktuell noch ein bisschen blöd aus, weil halt irgendwie noch nichts darauf hindeutet, aber ich sag mal so, die Türme sind nicht umsonst alle abgeschnitten. Da kommt auch Fachwerk drauf. Es ist eine Burg, auf der sehr viel auf Fachwerk Wert gelegt wird. Ja, davon sind ja richtig viele Schafe, sehr schön. Dafür brauchen wir noch tonnenweise an Holz und tonnenweise an Wolle. Und Wolle holen wir uns gerade, weil wir auch viele Inneneinrichtungen, ein bisschen, ja, Wolle, würde ich sagen, gebrauchen können. Schaffi! Schaffi! Schaff! Mäh! Mäh! Oh, da ist noch eins. Einmal stehen. Danke. So, da. Ja. Gut. So. Naja, also wenn da oben erstmal das ganze Zeug steht, passt das. Aber wird das auch gut aussehen. Und zwar so richtig. Das wird mega. Wenn ich noch nicht weiß, was ich hier unten hinbauen soll. Das ist noch nicht abgeerntet, das Schaf. Alter, hier ist noch so, hier ist ein richtig schön saftiges Grün. Das finde ich mega mäßig. Das ist noch mehr Schafe. Und gib mir deine Wolle. Ja, super. Ich finde das sowieso sehr lustig. Dass man halt die Wolle einfach wirklich durch von Anfang an. Wolle ist, glaube ich, einer der wenigen Blöcke, die man sich nicht craften kann. Also nicht im klassischen, also craften schon aus Fäden, aber nicht im klassischen Sinne erfarmen, ne? Einziger Block, glaube ich. Alles andere muss man mit irgendwas abbauen. Wolle hingegen, also entweder durch Schafe oder noch mühevoller durch Spinnen machen. Musst du herstellen. Oder halt einfach ernten. Weiß nicht, ernten klingt immer so blöd, aber faktisch, ja, man erntet halt Schafe. In die Richtung waren wir, glaube ich, eh noch gar nicht unterwegs. Oh, hoppla. Ach du Heilige. Ja. Gut, das sah jetzt beeindruckender aus, als es war. Die Kohle nehmen wir mal mit, allein schon für die Fackeln. Ja, gut. Ich glaube, wir nehmen die Kohle doch nicht mit, weil wir haben keine Spitzhacke mehr und ich will jetzt keine Workbench craften.
Auch wenn es eigentlich ganz gut gehen würde, aber. Gut, man merkt halt von der Seite auch, dass es noch absolut nicht fertig ist, das Ganze. Also von der Seite ist ja noch gar nichts gemacht, muss man ja mal dazu sagen. Und es könnte auch langfristig sein, dass hier noch Burg steht. Das weiß ich noch nicht. Also kann sein, wenn ja, wird es aber eine Erweiterung später. Also prima habe ich eigentlich vor, erstmal nur hier auf dem Hügel zu bleiben, um vielleicht da den letzten Turm zu machen, wo noch ein Eingang reinkommt oder sowas. Weil ich sehe es ja im Moment schon. Man hat hier nicht wirklich Platz für große Häuser. Ah, Wahnsinn, wie soll ich denn jetzt eigentlich reinkommen? Ich habe keine Spitzhacke mehr. Hirk. Hirk. Das nenne ich mal effizient. So. Dann schauen wir mal hier so. Ja, gut. Der Weg hier ist eigentlich jetzt irgendwie leicht überflüssig. Wofür ist eigentlich jetzt das hier? Keine Ahnung. Lassen wir halt einfach mal so stehen. Faktisch braucht man es ja nicht. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch in den Dachstuhl. Und versuchen das Teil jetzt erstmal fertig zu kriegen. So, lala. Oh, wow. Und just in dem Moment wird es auch dunkel. Top. So. So. Perfekt. Gut. Ich habe hier restliches Ding theoretisch für Innenwände und so. So, gut. Wir eh so hoch sind, würde ich fast sagen. Machen wir das hier aus der Optik heraus. Dazu. Und ja, genau so. Jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung mehr, was ich sagen will. Also, was auf jeden Fall einig sind, ist, dass hier eigentlich ein Raum irgendwie reingehört. Oder sogar zwei. Sehen. Also, hier sowas würde sich eventuell als Bad ganz gut anbieten. Oder als Toilette. So, warte. Ah, ich bin müde irgendwie gerade. Sollen wir das so machen? Oder warte, machen wir ganz anders. Machen wir so. Wir theoretisch noch
das Fachwerkgerüst mit einfließen lassen. Finde ich von Haus aus keine schlechte Idee, das Fachwerkgerüst mit einfließen zu lassen in den Bau selber. Denn es ist halt irgendwie das Skelett. Und in der Realität müsste das Zeug das Haus ja auch tragen insgesamt. Jetzt haben wir quasi so eine kleine Besenkammer und hier mal die Hauptkammer. Daneben. So. Gut. Halt, diese Minecraft-Nacht macht mich so müde. Also Wahnsinn. Ah, je, je. Ah, meine Augen tränen jetzt auch noch. Es ist wunderbar. So. Hier eignet sich das dann doch, würde ich fast mal sagen. Was wir hier so machen. Würde ich hier dann. Jetzt habe ich keine Wolle mehr, ne? Gut, aber wenn wir hier dann wieder mit dem Fachwerkgerüst arbeiten, würde ich tatsächlich hier quasi so Wohnzimmer mit, also Wohnküche machen. Das heißt, ich kann ja auch hier, was weiß ich, Schlafzimmer reinmachen in eins von beiden. Also Schlafzimmer wäre dann eigentlich das, was am kleinsten ist. Weil was braucht man denn im Schlafzimmer effektiv außer dem Bett und in der Realität einen Kleiderschrank? Aber wie willst du denn im Spiel vernünftig einen Kleiderschrank simulieren? Ja gut, ich wüsste da schon was. Warte mal. Funktioniert leider erst ab der 1.8 vernünftig. Also ab der Vollversion, weil es da schön dunkle Türen gibt. Oder der nicht mehr auf Eichenholztüren zurückgreifen muss, wenn man einen Schrank bauen will. Das ist das Blöde dran. Aber, ja, wie gesagt, muss man ja nicht. Also realistisch braucht man ein Bett, eventuell ein Nachtkästchen und ja, eine Blume wäre recht schön. Aber die sind zu platzaufwendig. Ui, von dem her habe ich da jetzt auch nicht so das Mega-Interesse dran, eine Blume im Schlafzimmer zu haben, sage ich jetzt mal. So, wenn wir jetzt hier das Wohnzimmer haben, dann haben wir Schlafzimmer drin. Hier kommt hier das Bad rein. Mit einer Dusche. Mit so einer Badewanne hier. Kann man dann hier hinstellen. Gut, Toilette und Waschbecken mit. Also Waschbecken weiß ich, wie ich eins mache. Realistisch betrachtet bleibt einem für die Toilette auch nicht viel anderes übrig, als das gleiche zu machen. Außer man kann Boote auf Land spawnen. Dann kann ich fürs Waschbecken ein Boot machen. Für die Toilette brauchen wir dann ein Minecart. Kann man sie dann sogar reinsetzen. Also das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja, okay, gut. Machen wir gleich zwei davon. Für den Fall, dass ich das sowieso wieder alles hin platzieren müsste. So, ach, ist es dann schräg. Kann man ja kaum schneller. Okay. Okay. Oh. Oh Gott, habe ich ein Glück.